Schönen Dank für den freundlichen Empfang. Für all diejenigen, mit denen ich jetzt keine Selfies machen konnte, fahren wir nachher, wenn wir fertig sind. Ich freue mich sehr, hier bei euch zu sein auf dem Platz der alten Synagoge. Es ist mir sehr bewusst, meine Damen und Herren, dass unsere Veranstaltung die erste große Kundgebung ist, die seit der Neugestaltung dieses Platzes hier stattfindet. Aber eines ist für mich klar, und damit möchte ich auch beginnen, das Andenken dieses Platzes, das Andenken an die 1938 abgebrannte Synagoge und das Andenken an das unsägliche Leid, das der jüdischen Gemeinde widerfahren ist. Dieses Andenken muss lebendig gehalten werden. Das ist ein Vermächtnis an unsere Nation. Ich bin hier, um für Zustimmung zu werben. Lebendig. Zustimmung zur Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, zu ihrem Kanzlerkandidaten, aber auch zu den Kandidatinnen und Kandidaten, die mit mir gemeinsam in diesem Wahlkampf unterwegs sind und die gemeinsam mit mir dafür sorgen wollen, dass wir die stärkste Fraktion im Deutschen Bundestag werden und dass ich der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland sein kann.